Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Zieh dich aus und zu einer Story über das System. Aber zuallererst hoffen wir, dass das Team spricht. Hallo Team. Hallo. Einer, okay. Jo. Gestern haben wir übrigens auch auf Mirage gespielt, im High Game. Und da ist Folgendes passiert. Mit ist open. Ja, stairs. Kobe! Oh. Ja, Wollo Polo, Alter. Easy peasy, Nadarino Killer. Tetris. Ah, ist auch weg. Nice. Also folgendermaßen lief gestern die Geschichte. Direkt am Anfang stand unten links im Chat, jemand wäre aus der Party gelieft. Sowas hatte ich schon ein paar Mal, ist jetzt nichts Wildes. Alle waren trotzdem noch da. Es kam aber dieser Sound, dieser und dann, ich glaube es war schon nach Rundenhälfte, hat auf einmal niemand mehr von uns eine Voice gehabt. Man konnte nicht mehr sprechen. Das war dann echt ziemlich fuchsig. Einer von uns ist dann schon reconnected. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich auch, ne? Also drücke ich auf Escape. We got the bomb upper mid. Oh, nice, ey. Krass. Ich drücke auf Escape und dann steht hier, in diesem Bildschirm, ja, in diesem Escape-Bildschirm stand hier ganz groß, dass ich gekickt wurde. Aus der Session. Ich konnte da auf OK drücken, wieder auf Escape und dann war ich wieder im Spiel. Also ich wurde nicht, ich war nicht gekickt. Aber da stand, dass ich gekickt worden wäre. Und ich denke, hä? Was ist denn jetzt los, ne? Alle im Stream schon, wow, was ist da los? Klippen, klippen. Sag mal, hab ich eben meine... Also ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Ja, und da steht, ich wäre gekickt, bin aber in-game. Connector one. Oh. Uff. Incoming. I'm going short. Shit. Naja, und da ich eben nach wie vor nicht sprechen konnte, bin ich halt rausgegangen. Wollte wieder ins Spiel. Und was ist dann passiert? Es ging nicht mehr. Das Spiel war einfach nicht mehr vorhanden. Ich konnte nicht auf Reconnect drücken. Es hat auch kein Konsolenbefehl geholfen. Es ging nicht. So, und da wir in den letzten drei Viewer-Games dreimal verloren haben und dass der vierte Lose in Folge auf Supreme gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich ein Downrank gewesen. Ich stand davor auch nicht so stabil da, ne? Und das wäre dann halt der vierte Lose in Folge, wobei meine Punkte nicht sehr schlecht waren, aber ja, ein Kick ist halt echt drastisch. Connector down. Bomb is down in Connector. One is Palace. One Connector and one Palace. Das werden sie schon haben. Das werden sie schon haben. Are you sure about that? Bei den Mails stand auch in-game, dass ich noch so und so viel Zeit habe zu rejoinen. Also ich war nicht wirklich gekickt, aber ich konnte halt nicht mehr rein. Und zum Glück, es war, ja, es war schon gegen Ende sogar. Es stand 13 zu 9 oder so für uns. Innerlich dachte ich echt, das Spiel will mich verarschen, ne? Weil, hallo, das wäre ein easy win. Oh, oh. Der ist doch nicht da oben drin, oder? Ist er doch da oben drin? Oh, hätte aber sowas von durchziehen müssen. Nein, wo waren denn da die Calls? Jetzt regt er sich über den Mate auf, aber ich sag, du hast doch gar nicht gecallt, wo der Letzte ist, ne? Er konnte also nicht genau wissen, wo der Letzte steht. Und dann sagt er, ja, mein Mic ist kaputt. Toll, richtiger Spasti. Warum geht er dann bitte schön ins Matchmaking rein ohne Mikrofon? Naja, das Ende vom Lied war dann, dass die Mates trotzdem innerhalb dieser drei Minuten, die man Zeit hat zu rejoinen, gewonnen haben. Und ich habe den Win dann trotzdem bekommen. Sie haben sich extra beeilt. Hätte ich das Ding verloren oder hätte sogar der Kick gezählt, der gar nicht kam über die Runde hinweg, wäre ich echt ein bisschen mad gewesen. Also das hätte mich dann wirklich aufgeregt. Zumal es wahrscheinlich den Downrank bedeutet hätte. Ich meine, ihr wisst, dass ich hier nicht zwingend dran hänge. Und ich weiß, ich habe auch schon in Videos und Streams gesagt, ich bin froh, wenn ich jetzt dann bald wieder Downrank, weil es halt wirklich eine gewisse Anspannung ist für mich, nach dem Rankstand nicht zu gucken. Wobei natürlich der Uprank zum Global das gleiche bedeuten würde, das ist klar. Ja, aber dass ich mir jetzt dann wieder was tut, damit diese Anspannung nicht da ist, dagegen habe ich ja nichts. Aber deswegen zu Downranken, wegen so einem Scheiß, das hätte mich wirklich abgefuckt, aber hart. Natürlich gibt es in Counter-Strike schlimmere Dinge, wie halt irgendwie ein Bann zu kassieren, den man nicht verdient hat. Wobei da ja auch immer ganz genau zu überlegen ist, ob sowas überhaupt möglich ist. I could try it, maybe. Ah, fuck. Huh, die kam schon ausgeströmt. Okay, naja, auf jeden Fall ist alles dann doch am Ende gut gelaufen, aber so ein Bug könnte man sich natürlich sparen. Ja, das ist klar. So, jetzt nicht hängen bleiben, Jungs. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, jawohl, jawohl. One is upper mid. He's low. Wo habe ich hier den getroffen mit der Deagle, dass er nur 65 nach zwei Shots nascht? Easy ins All-Level rein. Jetzt hat es so gut angefangen. Jetzt verkacken wir so haarig. Jungs, bitte. Bitte nicht. Sag mal, haben wir keinen Mittelspieler, der... Ach so, ist das der nichts sagen kann oder was? Oh. Uff, da haben wir beide drauf geholzt. Ja, der wird B gehen. Der wird sowas von B gehen. Shot. He's down. Nice. Sehr schön. Es ist echt dumm, dass Purple kein Mikrofon hat. Sowas kann doch eigentlich, oder? Nicht sein. Also wer geht denn in den Matchmaking rein und hat kein Mikrofon und sagt, ich ist nicht schlimm. In dem Spiel, das so unglaublich stark von Kommunikation abhängt, kann man doch nicht ohne Mic spielen. Was natürlich angenehm ist, ist, dass er nicht rumschimpfen kann. Also zumindest nicht sprachlich. Alter, what the fuck? Ich wollte gerade sagen, wie kann das sein, dass hier keiner fällt? Also nach der Runde sollten wir eigentlich alle, ja, genug Geld haben und dann müssen wir echt was machen.
glaube, ich habe hier irgendwie Kackvögel am Start. Immer wenn ich der Topfragger bin, kriegt's der Rest nicht geschissen. Das gibt's doch nicht. Purple Info, please. Der dreckige Hund ohne Mick. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, dem geht's zu gut. Oh, jetzt mach bitte den Deckel drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Nice try. Da muss jetzt echt noch was geholt werden, sonst rascht dich aus. Guck ihn dir an, den Purple. Oh, das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Ich bin froh, dass er kein Mikrofon hat. Was dürfte man sich von so einem Vollidioten anhören? Weißt du, so ein Silber 1-Kerl, der sich hier irgendwie hochgecarried hat lassen? Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Coming from T. Sie also haben auf A jetzt einen gekillt. Jetzt gehe ich mal ganz schnell hin und guck, dass ich den Pflanzerich raushau. Wenn jetzt halt mal die Mittelspieler auch irgendwas machen würden. Plantin, can you watch the city, please? Thanks. City is coming. I'm waiting for him. City is low. City is coming. Fuck. Wo liegt denn die Schwierigkeit, dann mit der Bombe zu verschieben, wenn wir auf A gehen? Wisst ihr, dass man nicht noch auf Mitte stirbt und die Bombe halt dann nur noch von zwei Leuten bewacht wird, anstatt von vieren? Drei wären ja schon eine nette Sache gewesen. Windows down. One short now. I'm going T. Wir haben den Spot. Alter, 114 AP, da wird das gleich umgehustet. Und den in Smoke. Na, he's on Ticket. One AWP on A. Maybe we should go B. Jungs, lasst euch in die richtige Richtung treiben. Spürt den Flow. Nein! Kein Flow, tot. Muss Purple, der Vollidiot des Teams, jetzt wirklich zeigen, was für ein Hund er ist? Er ohne Mick. Tja! Schade. Das hätte ruhig ein Win werden können mit den ganzen Supremes. Naja. Wie gesagt, wir haben gestern durch den Win sicherlich den Downrank fürs Erste abgewendet. Aber jetzt das nächste Spiel, wenn das auch ein Lose wird, könnte es wiederum langsam kritisch werden. Vor allem je nachdem, wie ich da eben performe. Klar, das gerade eben ging ja, aber ab und an hat man ja auch Spiele, in denen man nur drei Gegner sieht und insgesamt 5 Punkte hat. Die ziehen halt richtig rein, wenn man dann so ein Lose reingedrückt bekommt. Muss man aber sehen, was die Zukunft bringt. Die Buggeschichte habe ich euch ja erzählt. Wenn sowas passiert und man deswegen den Downrank bekommt. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet, aber ich wär minimal erzürnt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im Livestream und auch wieder im nächsten Video eben, ne? Freut mich, dass ihr alle so fleißig hier die Videos schaut und kommentiert. Fetten Like von mir dafür. Ba-bam, double sogar. Und dann, bis morgen.